Meine Damen und Herren, ein halbes Jahr Berlin für mich. Wir ziehen jetzt ein Resümee. Was hat's gebracht? Bevor wir jetzt gleich richtig in den Wettkampf einsteigen, erstmal was fürs Herz. Susi. Das ist sie, meine Damen und Herren. 6 Euro süß. Lage auf der A3. Aus den 80ern. Aus den 80ern. Und Kreuz Regensburg, ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Wir lieben uns. Ansonsten, die Fernsehprogramme sind komplett die gleichen wie in Baden-Württemberg auch. Interessanterweise, ich hätte gedacht, hier kriegt man Mond-TV oder sowas, nicht am Start. Fernsehprogramme, da haben sie dieselben Emotionen, egal ob sie in Baden-Württemberg sind oder in Berlin, das ist völlig wurscht. Da können sie hinschauen und dann haben sie dieselben Gefühle. Heute Handball-WM, haben sie geschaut, Frankreich haushoch gewonnen. Diese Schweine, die Franzacken, ja, haben unsere Jungs haben die platt gemacht. Haben sie es gesehen? Internet, meine Damen und Herren, Berlin-Freiburg, das Gleiche. Internet ist 1:1, das können Sie kopieren. Kennen Sie www.spiegel.de? Da gibt es immer neueste News. Und ich bin mir sicher, in Freiburg steht heute auch, wie hier in Berlin, dass der Koch gelost hat in Hessen. Das ist doch mal eine wahre Freude, meine Damen und Herren. Auch im Spiegel habe ich jetzt gleich gesehen, dieses Rennen. Kennen Sie das Rennen von diesem Heini, von diesem Regisseur, Franzos? Irgendwie morgens um 5 Karre eingestiegen, losgeheizt, Kamera angehabt, wie ein Schwein durch Berlin, durch Paris gefahren. Abartig, fand ich super. Hätte ich so auch in Freiburg gesehen. Kein Unterschied. Wetter, keine Frage. Wetter, 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 Wetter. Bei meinem Besuch neulich in Freiburg, Hammerwetter, Frühling. Hier kommt zurück eiskaltes, verwehtes Sibirien. Der Schnee, der ist irgendwie noch im Atlantik hängen geblieben. Hier kein Schnee. Dann denke ich mir, ist das noch, was soll das dann sein? Ganz großer Minuspunkt, Berlin, Scheißdreck. Ausgehen, meine Damen und Herren. Ganz klarer Pluspunkt für Freiburg, weil hier kann man ja nicht so viel machen, hier ist ja nichts los. Guck, ich gehe hier rum, ist nichts los. Heute zum Beispiel war ich in diesem sogenannten SO36, kennen Sie? Da ging die Party abends um 6 los und da haben die Leute getanzt. Standardtanz. Und zwar habe ich noch nie so viele Männer miteinander tanzen sehen. Nur Männer miteinander getanzt, nicht mal Frauen am Start. Nee, keine Chance. Da hat Freiburg auch gewonnen. Also summa summarum, ganz klar ein 20:20 zwischen Freiburg und Berlin. Es geht in die Extra Time, in die Verlängerung. Zweimal, Sie wissen, Sie haben es alle geschaut, 2x10 Jahre. Dann schauen wir weiter. Vielen Dank. Tschüss.